Willkommen zurück zum OE24TV Special Report und wir blicken jetzt auf die Situation des Lobautunnels. Denn da gab es ja seit einigen Monaten Demonstrationen bzw. Proteste direkt live vor Ort, die den Baubeginn ja auch verzögert haben. Und jetzt gibt es eine Pressekonferenz von Greenpeace mit einer Stellungnahme zu den Klagsdrohungen der Stadt Wien, eine Analyse der Einschüchterungsstrategie, Gefahr für Menschenrechte und Demokratie. Und da blicken wir es direkt drauf. Am Wort Lena Schilling. Dass wir hier heute unsere Stimme und unsere Stimmen kollektiv erheben können. Ich glaube, wir haben gerade schon gehört, es war ein Rundumschlag und für uns alle wohl sehr, sehr belastende letzte Tage und auch letzte Wochen. Ich möchte gleich da anschließen, weil wir gemeinsam als Klimagerechtigkeitsbewegung seit Jahren kämpfen. 2020 hat der Global Risk Report gesagt, dass von den 6 größten Krisen der Menschheit 5 ökologische sind und die 6. sind Massenvernichtungswaffen. Wenn wir also jetzt weiter an rückschrittlichen fossilen Großprojekten festhalten, wie der Stadtautobahn, nur um ein Ego-Projekt, das selbst jetzt veraltet ist, weiter durchzudrücken, werden wir keine Chance haben, diese Krisen zu lösen. Und was ist die Antwort? Was ist die Antwort der Sozialdemokratie auf junge Menschen, Kinder mit 13 und 14 Jahren, die sich um ihre Zukunft fürchten, die mit denselben Ängsten aufwachsen, die mit den Bildern aufwachsen von einem brennenden Europa, denen wird gedroht mit Klagen, die ihre Existenz vernichten werden. Am Freitag am Abend hat mich eine Aktivistin vom Jugendrat angerufen, die 13 Jahre alt war. Sie hat geweint, sie war aufgelöst. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, mit den Eltern, mit Anwälten und mit diesen jungen Menschen zu reden. Und die erste Frage war, warum machen die das? Ich will doch nur meine Zukunft retten. Und das ist die Frage, die im Raum steht. Warum macht man das? Ist das der letzte Weg, mit jungen, engagierten, mutigen Menschen umzugehen? Ist das, worauf wir uns in Zukunft einstellen müssen? Dass wir, wenn wir unsere Stimmen erheben, wenn wir als Zivilgesellschaft auf die Straße gehen, wenn wir Protest leisten gegen Unrecht, dass wir damit rechnen müssen, verklagt zu werden? Ich glaube nicht. Und vielleicht genau da ein Appell an Sie alle und an diese Gesellschaft. Wir müssen mutig und mit wachem Blick auf diese Welt schauen. Wir müssen bereit sein, Widerstand zu leisten. Und wenn das bedeutet, dass wir bedroht werden, dann können wir gerade sehen, was die Solidaritätswellen davon schlagen. Wir sind eine große Bewegung und wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Egal, wen wir drohen, wenn ein Mensch verklagt wird, dann antworten wir alle und gehen alle auf die Straße. Dankeschön, Frau Schilling. Frau Steinwender. Diese Krise, diese Klimakrise gefährdet nicht nur unsere Zukunft, sondern sie tötet schon jetzt Menschenleben auf der ganzen Welt. Die Verkehrspolitik ist in Österreich hauptverantwortlich dafür. Und trotzdem halten die politischen EntscheidungsträgerInnen an Autobahnen fest, an den Problemen fest, statt jetzt Lösungen zu suchen. Und dass unsere Freundinnen in diesem Moment in der Kälte auf einer Baustelle sitzen, zeigt uns doch nur, wir haben keine andere Wahl. Ich frage euch, sollen wir einfach dabei zusehen, wie Leben zerstört werden, weil es in einem Bundesstraßengesetz von 1971 steht? In diesen jahrzehntealten Entscheidungen zum Bau von Autobahnen wurde buchstäblich Recht zu Unrecht. Und im Geschichteunterricht habt ihr uns selbst beigebracht, dass Widerstand dann zu unserer Pflicht wird. Und gerade die Sozialdemokratische Partei sollte wissen, dass Gesetze und Entscheidungen nicht vom Himmel gefallen sind, sondern dass sie von Protesten, von Menschen der Zivilgesellschaft erkämpft werden. Ich frage, wo wären wir heute, wenn alle immer gehorsam gewesen wären? Dann dürften Frauen nicht wählen. Dann würden wir alle nicht hier sitzen. Und nicht genug, dass ihr mit eurer uralt Verkehrspolitik schon jetzt Existenzen vernichtet. Nicht genug damit. Jetzt droht ihr uns auch noch mit Briefen,
unsere Existenz auch finanziell zu vernichten. Und ja, wenn meine Oma mich besorgt anruft, weil sie in der Zeitung liest, dass ich für 22 Millionen haften soll, ja, dann bekomme ich Angst. Aber vor allem bekomme ich eine Riesenwut. Und ich werde sicherer denn je. Ein System, das die Klimazerstörung zu Gesetzen und Klimaschutz zum Verbrechen macht, kann kein gerechtes sein. Und deswegen macht mich dieser Drohbrief vor allem eines: sicher, dass wir das Richtige tun. Dankeschön, Frau Steinwender. Herr Rehling. Danke. Sie werden sich vielleicht fragen, warum eine Menschenrechtsorganisation wie Südwind heute hier auf dem Podium sitzt. Das hat aus unserer Sicht zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass es ein Kernanliegen von Südwind ist, junge Stimmen zu stärken in politischen Entscheidungsprozessen. Das ist seit vielen, vielen Jahren Bestandteil unserer Bildung und Jugendarbeit. Wir geben zusätzlich ein Magazin heraus, das Südwind-Magazin, das sich seit Jahrzehnten den Themen internationaler Politik, Globalisierung und konkret auch dem Thema Klimagerechtigkeit widmet. In der Klimakrise selbst setzen wir uns vor allem dafür ein, dass die Hauptbetroffenen gehört werden und ein Mitspracherecht erhalten. Das sind Menschen im globalen Süden, die die Folgen der Klimakrise heute schon am stärksten zu spüren bekommen. Und das sind vor allem auch junge Menschen weltweit und gerade auch hier in Österreich. Und der zweite Grund ist, dass wir, das heißt konkret einer meiner Mitarbeiter aus dem Kommunikationsbereich, auch dieses wortgleiche Schreiben der Stadt Wien erhalten hat. Wir selbst haben zu diesem Thema kommuniziert. Wir haben auch zukunftsfitte Verkehrspolitik im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel eingefordert und wir haben vor allem auch die politische Teilhabe von jungen Menschen gefordert. Wir haben uns auch auf Social Media dazu geäußert. Also wir, Südwind, wir zählen wohl zu jenen Adressaten, Adressatinnen, die aufgrund unserer Social-Media-Korrespondenz ausgeforscht wurden und wegen mentaler Unterstützung angeschrieben wurden und quasi gleichzeitig auch in diese mögliche solidarische Haftung mit aufgenommen wurden. Wir von Südwind diskutieren aber hier heute weniger über die Stadtstraße oder über den Lobautunnel. Wir sprechen heute vor allem über Demokratie und Dialog. Wir sprechen darüber, wie mit halt meist jungen, engagierten Menschen umgegangen wird, die auch heute zum Beispiel hier auf dem Podium sitzen, wie mit denenjenigen umgegangen wird, die mit den Folgen der Klimakrise womöglich in der selbsternannten Musterstadt, Klimamusterstadt Wien, leben müssten und die sich heute trauen und seit Monaten und eigentlich Jahren schon trauen, den Mund aufzumachen und sich einzusetzen. Wie jetzt mit diesen jungen Menschen umgegangen wird, ist nicht unser Politikverständnis. Das ist eigentlich genau das Gegenteil davon und das macht mich auch persönlich betroffen, weil wir seit Jahren mit jungen Menschen arbeiten, politisch teilzunehmen, in der Gesellschaft Forderungen zu stellen und auch gehört zu werden. Was jetzt passiert, ist genau das Gegenteil. Und anstatt also vor allem junge Menschen einzuschüchtern und auch damit von der Politik fernzuhalten, muss die Stadt Wien echte Teilhabe der Jugend ermöglichen. Und sie muss auch umgehend einen Dialog auf Augenhöhe starten. Im Sinne der Klimagerechtigkeit und die Klimakrise ist vor allem auch eine soziale Krise, muss Politik auf höchster Ebene die Zukunftssorgen junger Menschen endlich ernst nehmen. Es braucht dazu, wie gesagt, demokratische Auseinandersetzung, es braucht umgehenden zeitnahen Dialog und es braucht einen Interessensausgleich, der diese Anliegen ernsthaft berücksichtigt, anstatt Drohschreiben und Einschüchterungen, die auch an uns gehen, aber die vor allem an die vielen jungen Menschen gehen, die sich eingesetzt haben. Danke. Danke, Herr Rehling. Frau La. Auch ich habe den Brief der Stadt Wien bekommen, im Übrigen an eine falsche Adresse. In dem Brief wird behauptet, ich würde mich an der Behinderung der Bauführung beteiligen. Da das nicht stimmt, ist mir immer noch schleierhaft, wieso genau ich diesen Brief bekommen habe. Nachdem Herr Jarolim im Ö1-Interview
gesagt hat, die Briefe sind auch an mentale Unterstützer ergangen und sie haben im Internet nachgeforscht, wer dazugehört. Nehme ich an, dass es wohl an meinen Social Media Posts zum Thema liegt. In diesen Postings habe ich immer wieder auf irreführende Informationen und falsche Aussagen der Stadt Wien und PolitikerInnen zum Thema Stadtstraße und Lobautunnel hingewiesen. Für den Tunnel wurde nun auf Basis eines äußerst umfangreichen Gutachtens vom Umweltbundesamt entschieden, ihn nicht zu bauen. Das ist eine höchst erfreuliche Entscheidung, da erstmals aktuelle Klimaschutzziele und Bodenschutzziele in so eine Entscheidung eingeflossen sind. Die sind nämlich bisher nicht in den Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren abgedeckt. Für die Stadtstraße wurde noch nicht so ein Klimacheck durchgeführt, obwohl die rot-pinke Stadtregierung angekündigt hat, dass so einer kommen soll für Großprojekte. Da der Tunnel nun abgesagt ist, ist die Stadtstraße nur für die Erschließung der Seestadt und anderer Stadtentwicklungsgebiete in ihrer Funktion da. Und dafür ist sie in der aktuell geplanten Form eindeutig überdimensioniert. Vor allem vor dem Hintergrund der Klimakrise und der selbstgesteckten Ziele der Stadt. Die Stadt möchte im Jahr 2040 klimaneutral sein und das muss weniger Autoverkehr bedeuten. Das ist die Wissenschaft ganz klar, weniger Autoverkehr, und mit keinem Verkehrsmodell lässt sich darstellen, dass ohne weniger Autoverkehr diese Klimaziele eingehalten werden. Die Stadt hat sich außerdem das Ziel gesetzt, den Anteil des Autoverkehrs im Jahr 2030 auf 15% zu senken, von derzeit 27%. Ein Wert, der seit Jahren stagniert. Außerdem möchte die Stadt den Pkw-Pendelverkehr halbieren. Damit soll also in 10 Jahren trotz Bevölkerungswachstums 40% weniger Autofahrten in Wien getätigt werden. Das ist gut. Es reicht aber nicht, sich diese großen Ziele zu stecken, wenn man dann im konkreten Fall anders handelt. Und im Fall der Mobilität müssen wir umdenken, wir müssen wegkommen von dieser autozentrierten Planung, und die Stadtstraße stellt so eine dar. Natürlich braucht es für neue Stadtgebiete auch Infrastruktur und natürlich gehören da auch Straßen für den Kfz-Verkehr dazu. Aber das müssen Straßen sein, die den Namen Stadtstraße verdient haben, die multimodal sind, wo es Gehsteige gibt, wo es Radwege gibt, wo Kreuzungen und Querungen geplant sind. Und die derzeitige Planung sieht eine überdimensionierte Quasi-Autobahn vor. Vierspurig, größtenteils tiefer gelegt, mit Lärmschutzwänden eingehaust. Das ist keine Stadtstraße. Pläne lassen sich aber ändern und auch für UVB-Bescheide gibt es Änderungsverfahren. Und wir müssen endlich anfangen, etwas zu verändern, weil wir sonst keine Chance auf die Einhaltung des 1,5-Grad-Limits haben. Als Wissenschaftlerin sehe ich es als meine Aufgabe, Lösungen und klimafreundliche Alternativen zu völlig überholter und veralteter Stadtplanung aufzuzeigen. Das habe ich öffentlich gemacht und ich werde es auch weiterhin tun. Dafür von der Stadt mit rechtlichen Drohungen bedacht zu werden, ist eine klare Grenzüberschreitung der politisch Verantwortlichen. Was ist das für ein Zeichen an Wissenschaftlerinnen, dass sie ruhig in ihrem Kämmerlein sitzen sollen und nicht am politischen Diskurs teilhaben dürfen? Anstatt einen breiten öffentlichen Dialog zuzulassen, fährt die Stadt eine Informationskampagne mit falschen Aussagen und irreführenden Informationen und versucht jetzt offensichtlich kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Ich lasse mich von dem Schreiben aber nicht einschüchtern und ich sitze heute auch hier als Zeichen, vor allem auch an junge WissenschaftlerInnen, dass es in einer Demokratie nichts zu befürchten geben sollte, wenn man seine Meinung äußert, vor allem wenn diese fachlich fundiert ist.